Wir empfangen Musik, die sich durch den Äther schwingt. Wir hören das Wort, das im Sekundenflug über Meere und Länder stürmt. Wir telefonieren drahtlos von Erdteil zu Erdteil. Flugzeuge und Luftschiffe fliegen, durch Wellen geleitet, sicher bei Nacht und Nebel, drahtlos verbunden mit Wetterstationen. Und drahtlos erreicht die Wetterkunde den Ozeanriesen. In Afrika, Asien, Australien und Amerika hört jeder Deutsche den Ruf der Heimat durch Richtstrahlsendungen. In den großen Massenversammlungen tragen die Lautsprecher das Wort an jedes Ohr. Drahtlos senden, hören und sehen wir. Sie erleben mit diesen Wundern die Arbeit von Telefunken, der Gründerin der deutschen Funktechnik. Schon 1903 begann Telefunken mit dem Bau von Geräten für drahtlose Telegrafie. 1908 erreicht der Telefunken-Löschfunkensender 1000 Kilometer Hörweite und sichert Menschen und Schiffe auf See. 1914, Achtung, Achtung, hier spricht Deutschland, Telefunkensender Nauen, auf 6500 Kilometer sind wir hörbar. 1918, Nauens Stimme, Deutschlands einziges Sprachrohr während des Krieges, überbrückt 20.000 Kilometer. Mit der Elektronenröhre wurde der Rundfunk geboren. Mühlacker, Langenberg, Breslau, Königs Wusterhausen, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Königsberg, Klagenfurt, Wien, Lakehechi, Oslo, Mexiko, Shanghai, Östersund, Sofia. In der ganzen Welt stehen Telefunkensender. Wir hören ihre Stimme durch den Äther. Wir hören sie mit Telefunkenempfängern und mit Hilfe der Telefunkenröhren. Die Telefunken-Fernsehsender führen in der Welt und geben, lange erprobt, ihre Sendungen auf die Telefunken-Fernsehempfänger. Aus der stillen Arbeitsstätte der Erfinder, geplant und gefertigt im Dienste des Werkes und der deutschen Gemeinschaft, verbreitete sich die Telefunkenarbeit über die ganze Welt. Die Telefunkensender trugen Deutschlands Geltung voran im friedlichen Wettbewerb der Völker. Telefunken arbeitet im Bewusstsein, dass sie als einzige deutsche Firma die Weltgeltung unseres Vaterlandes auf dem Gebiet der Hochfrequenz zu verteidigen hat, wie in den anderen großen Ländern auch je eine starke Firma für ihre Nation eintritt. Wenden Sie bitte die Platte um. Die Telefunken-Schallplatte möchte Ihnen etwas vorspielen. Achtung! Sie hören jetzt Musik auf Telefunken-Schallplatten. Thank you.
hörten soeben Musik auf Telefunkenplatten.